love it. Guten Abend. Mädchen, so der Titel der Poetikvorlesung von Theresa Präor. Im Namen des Literaturhauses und des Deutschen Seminars der Universität Zürich möchte ich Sie ganz herzlich zu der ersten der drei Poetikvorlesungen 2021 begrüßen. Ganz herzlich möchte ich die Autorin begrüßen und Philipp Theilsohn, der die heutige Einführung halten wird. Mein Name ist Gesa Schneider, ich bin die Leiterin des Literaturhauses. Die Poetikvorlesungen werden, ich möchte kurz daran erinnern, seit 1996 vom Deutschen Seminar organisiert und finden seit 2000 hier im Literaturhaus statt. Und zum zweiten Mal unter den jetzt anzufindenden Bedingungen, was dazu führt, dass sie zum zweiten Mal gefilmt werden und zum zweiten Mal gestreamt werden. Deshalb möchte ich auch ganz herzlich die Zuschauerinnen im Stream begrüßen. Autorinnen und Autoren der Poetikvorlesung waren, nur um einige zu nennen, W.G. Sebald, Hertha Müller, Lukas Bärfuß, Marcel Bayer, Sibylle Levitscharow, Durst Grünbein, Franz Hohler, Brigitte Kronauer, Aris Fioretos, Katrin Rögler, Christoph Ransmeier, Sascha Stanisic, Melinda Nadja-Bonci und letztes Jahr Madame Nielsen. Morgen finden zu Ihrer Information noch Werkstattgespräche am Deutschen Seminar statt, zwischen 10.15 Uhr und 12 Uhr an der Schönberggasse 9 in Zürich, an der Uni. Bevor wir Theresa Präor auf die Bühne bitten werden und sie hören werden, bevor wir also Theresa Präor zuhören, möchte ich auch ganz herzlich Salome Meyer danken für die sehr gute Zusammenarbeit. Sie ist von Seiten der Universität für die Organisation der Poetikvorlesungen zuständig, zusammen mit Philipp Theilsohn. Und ich danke der Buchhandlung Kalligramm für die Ausrichtung des Büchertischs. Theresa Präor hatte hier 2016 eine wirklich wunderbare Lesung. Sie hat dort über ihren Roman O Chimie mit Michael Pfister gesprochen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute Abend hier ist. Viel ausführlicher wird sie Philipp Theilsohn vorstellen. Ich möchte ganz kurz Philipp Theilsohn selbst vorstellen. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft am Deutschen Seminar der Universität Zürich. Seine laufenden Forschungsprojekte befassen sich unter anderem mit der Ideologie des Faschismus. Zuletzt veröffentlicht wurde von ihm ein Artikel unter dem Titel, das hat jetzt das eine mit dem anderen nicht vielleicht zu tun, Starship Troopers, The Shaping of the Space Warrior in Cold War Astro Culture. Passend dazu haben wir 2015 gemeinsam eine Ausstellung kuratiert, die Mars Literatur im All hieß. Und jetzt übergebe ich Philipp Theilsohn das Wort.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Theresa Preauer, liebe Gesa, ich wäre gerne eine Gruppe von 5 Mädchen. Es genügt eigentlich dieser eine Satz, dieser erste Satz eines Textes, der 2017 in der Frankfurter Rundschau erschienen ist, um Klarheit zu haben. Klarheit darüber, dass alles, was diesem Satz jetzt noch folgt, nicht ohne weiteres verrechnet werden kann. Ein leichtes wäre es gewesen, ich wäre gerne ein Mädchen zu schreiben. Denn darunter könnte man sich etwas vorstellen, das Hinübergehen des Ichs in einen Identitätsentwurf, von dem es mehr oder weniger weit entfernt ist. Natürlich wäre auch dieser Identitätsentwurf Mädchen kein wirklich präziser gewesen, aber er gibt ein Bild und auch wenn wir alle ein anderes Bild gehabt hätten, so glauben wir doch zu wissen, was gemeint ist, wenn ein Ich gerne ein Mädchen wäre. Nun wäre dieses Ich aber gerne eine Gruppe von 5 Mädchen und es hat sich dabei nicht nur im Blick, dass man ja gerne die Wahl hätte, dass es durchaus schön wäre, sich ab und an zu verändern, mal Marie zu sein, die dickste von allen 5, mal die schmale Fatima oder auch mal Joy, das Blondchen mit Zahnspange. Nein, ein Ich, das gerne eine Gruppe von 5 Mädchen wäre, solch ein Ich weiß, dass es hier gar nicht um Identitäten geht, sondern um Dynamik, um die überschüssige Kraft, die entsteht, die raus muss, wenn 5 Charaktere aufeinandertreffen, sich gruppieren. Dann knallt es. Dann klauen sie dem kleinen Bruder von Fatima das Handy, laufen, so die Geschichte in Wien spielt, auf den Siebenbrunnenplatz, erpressen den Inhaber eines Eiscafés mit einem Bussi-Foto, das Joy von sich und dem Eismann mit dem gestohlenen Handy aufgenommen hat. Schließlich wollen sie das Gerät einer anderen Mädchengang verkaufen und legen vorab schon ihre Forderungen fest. 5-mal Pommes vom Mackie, 50-mal Glitzersteine für die Fingernägel, 5 Kondome zum Befüllen mit Wasser. Ob die Forderungen erfüllt werden, wer weiß. Das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, sie sind zu 5, sie sind eine Gruppe, der Kosmos gehört ihnen. Geschaffen hat diesen Kosmos auf gerade einmal 2,5 Seiten unsere diesjährige Poetikdozentin Theresa Preauer. In den kommenden 3 Wochen wird sie jeden Donnerstagabend an dieser Stelle über Mädchen lesen und ohne zu wissen, was uns erwarten wird, möchte ich doch eines konstatieren. Wir wissen nicht, was Mädchen sind. Wir wissen überhaupt von vielen Wesen nicht, was sie sind und Theresa Preauers Texte begeben sich deswegen ein ums andere Mal auf Expedition, um scheinbar Vertraute, bei näherem Hinschauen aber immer fremdere Kreaturen in ihrem Sein, Denken und Tun zu beobachten. Nehmen wir einmal den Protagonisten von ihrem 2016 erschienenen Roman O Chimie, eine seltsame jugendliche Existenz. Das Feuilleton war damals schnell dabei, sie zu entziffern, diese Existenz, ihr das Attribut geistig behindert zu verleihen, sie beeinträchtigt oder gehandicapt zu nennen. Und das ist vielleicht das erste Problem, denn die Welten, die Theresa Preauer entstehen lässt, sind nicht so eingerichtet, dass man in ihnen eine Norm vorfindet. Eine Messschnur, mit der man dann schnell das Abnorme bemessen und benennen könnte. Natürlich erscheint uns ein Mensch, der sein Leben fast ausschließlich zwischen Tierfilmen und Erotik-Hotlines verbringt, der von seiner lasziv umherschweifenden Mutter mit einem Bananenfetisch versorgt wird, aber lieber auf Vitamine verzichtet und sich dafür an Küchenregalen hängend den Mund mit diversen Süßigkeiten vollstopft. Ein Mensch, der sich außerhalb der Wohnung wahlweise fast nackt oder in einem Affenkostüm bewegt, der zwischen Sexsucht und Infantilität schwankt, der Frauen fesselt und unter dem Bett versteckt, seine Angebetete per Fernglas beobachtet und sie dann in besagtem Affenkostüm rappend heimsucht. Natürlich halten wir so einen Menschen für deviant. Aber, und das ist eines der Geheimnisse von Theresa Preauers Schreiben, in seiner Welt, in seinem Kosmos,
ist er es nicht. In seiner Welt, die angefüllt ist von den Resten unserer Welt, dem Abfall, dem Billigen, in seiner Welt ist es normal, solch ein Zwischenwesen zu sein, kindlich brutal, obszön, liebenswürdig, Menschentier, Affenmensch. Und auch für solche Wesen macht ihre Welt Sinn. Alles hat eine Bedeutung, in diesem Fall insbesondere der Buchstabe I, an dem alles hängt, der Eros, der Shimi zu Nini treibt und uns dabei hinter sich herschleift. Das permanente Überschreiten der Grenzen zwischen den Spezies, den Genres, zwischen hoher Kunst und Trash-TV, vor allem aber auch zwischen den Künsten, denn Theresa Präauer ist auch eine wahnsinnig spannende Künstlerin, diese permanente Transgression prägt dieses Werk. Ihr Schreiben gleitet, es streamt, wie man mit Blick auf ihre gleichnamige und immer lesenswerte Rubrik in der Literaturzeitschrift Volltext sagen könnte, die sich ganz dem Serienschauen und Videos klicken im Internet verschrieben hat. Die Dinge, die Menschen, die Tiere rauschen glitzernd und grell an uns vorbei im Schreiben, im Zeichnen, im Leben und Erleben. So laufen auch in Theresa Präauers Romanen das Fabulieren und das Sich-Verlieren immer parallel. In ihrem Debüt für den Herrscher aus Übersee, 2012 erschienen und ausgezeichnet mit dem Aspekt der Literaturpreis, verwandelt sie im Nachbuchstabieren und Neulesen Postkartennachrichten, die Eltern aus der Ferne an ihre daheimgebliebenen Kinder schreiben, in eine Erzählung über das fantastische Fliegervorleben des Großvaters. Vorangetrieben wird diese Erzählung über die Sehnsucht zu fliegen von den diesen Roman aller Orten bewohnenden Vögeln, von denen man sich nicht nur Flug, sondern angeblich auch Schreibtechniken abschauen kann. Bereits hier zeigt sich ein wildes, bisweilen skrupelloses Erzählen, muss man doch, wie der Großvater seinen Enkeln erklärt, hin und wieder einen Vogel köpfen, wenn man groß, stark und aerodynamisch fürs Fliegen werden möchte. Doch nichts und niemand kann sich frei machen von den Leichen, die man hinter sich lässt. Alles bleibt, vielleicht ist es ein hofmannsthalsches Erbe, aneinander gebunden. Es ist die tiefsitzende Überzeugung dieser Literatur, dass alles zusammengehört, dass, wie es heißt, die Kontinente verbunden sind durch die Meere und dass die Menschen einander ähneln. In ihrem Zweitling, dem nur 2 Jahre später erschienenen Roman Johnny und Jean, macht sich Theresa Präauer dann daran, ein Künstlerleben zu imaginieren. Johnny heißt der Unglücksvogel, dem nicht nur immer der arrivierte, angeberhafte Künstlerkollege Jean vor der Nase herumturnt, ihm einfach seine grundierten Leinwände und seine gescheiterten Liebschaften abspenstig macht, einer, der eben weiß, wie es geht, eine Imago, an der man leidet und die man gerade deswegen doch unbedingt einholen will. Die wahnwitzige Künstlerwelt, durch die Johnny seinen Widersacher verfolgt, führt nicht nur durch die großen und kleinen Kunststädte dieser Welt, durch Ateliers, Museen und Aktzeichnungskurse. Bewohnt wird sie etwa auch vom Geist Salvador Dalís, der alle heimsucht, die noch keinen seiner Kunstdrucke in der Wohnung hängen haben. Auch eine Spinne namens Cy Twombly hat sich in dieses Reich verirrt. Die Vögel haben in diesem Roman hingegen erst einmal das Nachsehen, denn Johnnys Passion gilt den Fischen. Und es ist ein Bild mit Fischen, das am Ende doch noch seinen Käufer findet und Johnny zum Durchbruch verhilft. Wohin aber bricht man durch? Keine Frage. Der Ort, an dem Jean und Johnny sich einst begegnen werden, wenn Johnny denn auch wirklich das Billet bezahlen kann, ist das Edenolak am Zürcher Utoke. Dort kann man Fischbilder ausstellen und vieles mehr. All das ist aber eben auch nur die Vorstellung einer Vorstellung, hervorgerufen durch das fremdeste Wesen, das Theresa Präaus Texte bewohnt, das Ich. Bevor man auch nur den Gedanken erwägen kann, irgendwann in Zürich anzukommen, auch nur in die Nähe des Utokäs zu gelangen, musste ein Ich sein, das wissen will, wie sich ein doch so unwahrscheinliches Reiseziel für eine Künstlerin realisieren ließe. Ein Ich, das sich im ersten Satz des Romans vorstellt, nein, nicht eine Gruppe von 5 Mädchen zu sein, sondern ein junger Bub auf dem Land, im Sommer, auf einer Wiese.
in einer Gruppe von Mädchen. Meine Damen und Herren, Teresa Preauer. Vielen Dank, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein, jetzt auch hier gelandet zu sein in Zürich. Und danke, dass Sie alle gekommen sind, dass ihr alle erschienen seid. Und auch den Studierenden vielen Dank, dass ihr euch mit den Büchern auseinandersetzt und dass wir uns morgen nochmal darüber unterhalten können. Danke für die Einladung, Gesa Schneider. Danke für die Organisation an die Uni. Ich habe meinen Rucksack aus Nairobi mit und da sind meine Bücher drin. Und ich muss sagen, ich war jetzt beim Zuhören doch amüsiert. Es gibt ja so diese Momente, in denen man zweifelt an der eigenen Arbeit, aber jetzt denke ich mir wieder, doch. Ja, ich habe einiges vor. Wir werden sehen, wie weit ich diesmal komme. Denn dieser Vortrag ist in drei Teile geteilt und er ist auch noch im Entstehen. Das heißt, es ist ein Denkprozess, der nicht abgeschlossen ist. Und wenn sich da zum Beispiel morgen Fragen oder neue Felder ergeben, die zu beackern sind, dann kann das noch einfließen. Ich glaube, das ist etwas, was viel mit meiner Arbeit zu tun hat, dass es schon um Begriffe geht und um das Definieren und gleichzeitig gibt es da eine Offenheit, eine zumindest versuchte oder gewünschte Offenheit im Denken und Nachdenken. Und so ist auch dieser Begriff Mädchen jetzt zu sehen. Ilse Eichinger, die österreichische Schriftstellerin, wäre vor wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden. Und ich war eingeladen, einen Text über ihre Arbeit zu schreiben. Ich glaube, es gibt noch wenige Bücher draußen und sonst nächstes Mal. Es ist nämlich frisch erschienen und noch in Auslieferung begriffen. Und das ist ein Text, ganz ein kurzer, der soll vielleicht wie so ein Anfangszitat jetzt am Anfang meiner Rede stehen. Und zwar aus der berühmten Spiegelgeschichte, in der sie das Leben einer jungen Frau rückwärts erzählt. Es ist wirklich ein ganz toller, beeindruckender, schmerzhafter Text. Und in dem gibt es eine ganz kurze Sequenz, in der das beschrieben wird, dieses Alter, was mich jetzt auch beim Mädchen und bei dieser Figur interessiert, so zwischen, ja, oder wir könnten sagen, diese Grundschulzeit. Und bei Ilse Eichinger ist das ja rückwärtsblickend. Ich lese diesen Absatz vor, so als Anfang. Jetzt darfst du wieder mit den kleinen Brüdern spielen und du darfst mit ihnen den Fluss entlang gehen, den Weg am Fluss unter den Erlen und drüben sind die weißen Schindeldächer wie immer zwischen den Wipfeln. Was bringt die Zukunft? Keine Söhne, Brüder hat sie dir gebracht, Zöpfe, um sie tanzen zu lassen, Bälle, um zu fliegen. Sei ihr nicht böse, es ist das Beste, was sie hat. Die Schule kann beginnen. Ja, wir sind in diesem Alter, wo die Zöpfe tanzen, gelassen werden und die Bälle fliegen. Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. So wird gleich der erste Satz meiner ersten Zürcher Poetikvorlesung beginnen. Aber vor jedem ersten Satz stehen bekanntlich viele andere erste Sätze. Ein paar davon stelle ich hier als Prolog voran. Das Mädchen als Thema, als Figur, als Wort, als Projektionsfläche trage ich mit mir herum, spätestens seit ich mich dazu entschieden habe, die Einladung hier über mein Schreiben zu sprechen anzunehmen und einen Titel für diese 25. Zürcher Poetikvorlesungen zu wählen. Ich wollte nicht wieder, gerade weil ich so oft danach gefragt werde, über den Zusammenhang von Zeichnen und Schreiben sprechen oder über die Tiere und Mischwesen in der Literatur, nein.
Ich wollte und will mich derjenigen literarischen Figur stellen, der ich in den letzten Jahren auch ein wenig aus dem Weg gegangen bin. Ich tat dies bewusst. Mir reichte das Wort Kind und tue das in vielen Fällen weiterhin, um zu erzählen, was zu berichten ist. Mich interessierte vielmehr das Potenzial der Verallgemeinerung. Das Kind kann beides sein oder mehr als zwei verschiedene. Es ist als Wort beinahe ein Platzhalter wie der Drachen aus dem Märchen, von dem wir nichts Spezifisches oder Persönliches erfahren müssen, um seine Funktion im Text verstehen zu können, nämlich den Rittern Angst einzujagen, um am Ende von einer tapferen Prinzessin getötet zu werden. Das Mädchen war mir zu einschränkend, zu verniedlichend, zu assoziationsreich. Aber hat das Mädchen daher die Missachtung verdient? Oder sollte es nicht nun umso mehr auch als Wort in mein Denken und Nachdenken aufgenommen werden? Es steht nämlich bereits vor der Tür und klopft an. Ich habe mich in literarischen Texten immer für den Rollenwechsel interessiert, für Übergänge und Ambivalenzen, für die Verkleidung, denn das Wesentliche ist ja doch außen ganz sichtbar versteckt. Bei literarischen Figuren beschäftigt mich oft ihre Konstellation mehr als ihre Biografie. Herkunft und Identität im literarischen Sinne sind oft dort zu suchen, wo die Begriffe herkommen. Und dort kommen wir auch der Fremde näher und dem Gefühl von fehlender Zugehörigkeit, das wohl die meisten Menschen kennen, manche mehr, manche weniger. Als Schriftstellerin bin ich eine zweifelnde Wortgläubige und Wortklauberin. Glauben im Süddeutschen und Österreichischen heißt sammeln, aufheben, so wie das Obst im Herbst von den nassen Wiesen. Aus so vielem ist ein Text gebaut, ja aus Herkunft, ja aus Identität, ja aus Rollenspiel und Verkleidung und ja, genauso daraus, aus der Möglichkeit, ein anderer zu sein im Text. Aus Erfahrung, aus Erfindung, aus Lüge und Glücken, als Gelingen im Schreiben, hoffend auf das Glück der Lesenden. Eine Kollegin schrieb mir vor kurzem, wir haben ein Leseglück geteilt. Ich möchte Ihnen für den Anfang drei Beispiele geben für das Mädchen, wie es bei mir doch vorkommt, in den Textanfängen oder eben nicht vorkommt bisher. Mit anderen Worten, in der Auseinandersetzung mit dem Mädchen ist ein Teil erledigt und ein Teil ist offen geblieben. Aus Johnny und Jean. Es geht eben ganz stark um die Anfänge. Das beginnt, wir haben es heute schon gehört, damit: Ich stelle mir vor, wie ich als junger Bub auf dem Land lebe. Gerade ist Sommer und wir sitzen auf der Wiese beisammen in einer Gruppe von Mädchen und ja, schon nennen wir sie Jungs. So beginnt dieses Buch und ich wurde hier manchmal gefragt, wieso das zwei männliche Protagonisten hat, eben Johnny und Jean. Einerseits sind die ja so aus Namen und aus Sprache geboren, eigentlich heißen beide Hans. Und der eine sehnt sich nach Paris und der andere nach New York und deswegen geben sie sich die Namen Johnny und Jean. Und dieses sich einen Namen geben und damit einen literarischen Text beginnen, das ist etwas, das mein Schreiben motiviert, würde ich sagen, den Motor startet. Und dieses Ich, das hier steht, ich stelle mir vor, wie ich als junger Bub auf dem Land lebe, das ist noch am nähersten dieses Ich der Autorin, die sich noch einmischt oder auch vielleicht von mir erhofft, das Ich der Leserin, des Lesers, der sich durch dieses Ich stelle mir vor, durch diese Formel und diese Phrase in diese Bewegung der Fiktion hineindreht und hineinrollt. Da wird das Ich dann zu dem Bub, der auf dem Land lebt.
Das ist der eine zwischen Mädchen, lebende Bub, und in ihn eingeschrieben ist auch die Autorin. Aus das Glück ist eine Bohne, ein Anfang. Das ist aus dem Text Am Fluss. Das ist eine Geschichte über das Hüttenbauen am Fluss und Schönheit und auch in Ansätzen Gewalt in Jugendgruppen und vielleicht auch Mädchenbanden. Dieser Text beginnt mit: Wir waren zu viert, als wir Kinder waren. Wir und die zwei Nachbarskinder. Wir waren Mädchen, die sich Bubennamen gaben, oder Buben, die sich Mädchennamen gaben. So genau weiß ich das nicht mehr. Es spielt auch keine Rolle. Es gibt dann in diesem Text später eine kurze Sequenz, in der die Anführerin und dieses Ich, das Vize in dieser Mädchenbande ist, sich im Wohnwagen der Großeltern treffen. Und es gibt so eine Annäherung zwischen den beiden, und da kommt ein Satz vor, der heißt: Ich weiß nicht mehr, wer bin ich da gewesen? Ah, es fällt mir wieder ein, ich bin in diesem Fall der Junge gewesen und die Anführerin ist mir nahe gekommen. Das ist eine Möglichkeit von, ja, vielleicht auch geschlechtlicher Bezüglichkeit innerhalb von literarischen Texten. Und eine dritte Möglichkeit, auf die ich verweisen möchte, ist aus Für den Herrscher aus Übersee, auch der Anfang oder fast der Anfang. Es geht eben um zwei Kinder, die fast verwaist sind. Ihre Eltern sind auf Weltreise und sie leben bei ihren Großeltern, die sie mehr schlecht als recht erziehen. Und diese Stelle geht so: Der Bruder und ich sind zwei. Wir sehen einander ähnlich, obwohl der Bruder jünger ist. Wir haben die gleichen Haare, die gleichen Augen, die gleichen Finger, die gleichen Zehen. Und unter den Nägeln sind wir gleich schwarz, wenn wir aus dem Garten kommen und uns an den Küchentisch setzen. Ja, das ist ganz lustig, weil es wurden auch vorher die Rezensionen angesprochen von Philip Tyson, und da wurde das dann oft entschieden von den Rezensenten und Rezensentinnen, das sei ein Mädchen und ein Bub oder es seien zwei Buben. Es wird aber im Text nie genannt. Es spielt, und das ist die Annahme, keine Rolle für die Geschichte. Aber etwas fehlt. Wenn ich heute das Wort Mädchen höre oder lese, sehe ich, dass hier heute für die nächste Zeit der Weg des Schreibens weiterführt. Ich möchte diesem Hinweisschild folgen und so dem Mädchen auf die Spur kommen, dem Kitsch des Wortes und der Bilder, den Spielen und Spielsachen, den Freundschaften und Symbiosen, den Erinnerungen, den Mädchen in der Literatur, in der bildenden Kunst, im Musikvideo auf Instagram. Ein Buchtitel wie der von Annie Ernaux, Erinnerung eines Mädchens, und seine plötzliche Popularität öffnet die Tür für eine solche Auseinandersetzung, die sich aus Erinnerung baut, aus Psychologie, aus literarisch-philosophischen und poetologischen Betrachtungen, die selbst wieder Text und Fiktion erzeugen. Aber ich mache es auf meine Weise. Dabei ist mein Nachdenken hier und heute nicht abgeschlossen und es zieht nicht immer Schlüsse. Mein Vortrag wird aus erzählenden wie theoretischen Passagen bestehen, aus vorgelesenem Text und freigesprochener Erläuterung, aus Zitaten aus meinen literarischen Texten, aus Autobiografie und aus Brüchen. Ein Bruch der Erwartungshaltung ist gleich am Anfang zu erwarten. Ein spielender Junge hat sich einfach eingemischt, während ich am Mädchentext arbeiten wollte. Noch zum Begriff Mädchen. Es gibt die berühmten Mädchen, das mit den Schwefelhölzern, das mit dem Perlohrring. Und das Mädchen, das mit türkis gefärbten Haaren, schwarz geschminkten Augen und einer rot-schwarz gestreiften Hose als Punk durch Zürichs Gassen streift. Wir denken an die Magd beim Wort Mädchen und das angefügte Diminutiv des Jen. Und dieses Jen macht schon vielleicht die Problematik dieses Begriffs aus.
Es ist eben wie beim Jungen, es geht vielleicht das Jüngelchen oder das Jungchen, aber bei Buben und Mädchen, also der landläufig benutzte Begriff, wird als Verkleinerung wahrgenommen. Das macht eben dieses Jen oder Erl oder Le oder Li oder I aus. Geläufig ist das Mädchen in der Literatur ab dem 17. und 18. Jahrhundert, also in dieser Form Mädchen. Vorher war es Mädeken oder ähnliche Möglichkeiten. Und auch in der romantischen Literatur ist das dann wieder wichtig. Nachzulesen ist das im Wörterbuch der Gebrüder Grimm, bei denen ich gern nachschlage, weil die immer wieder auch Beispiele parat haben und irgendwie auch unterhaltsam zu lesen sind mit ihrem Lexikon. Die Frage ist auch beim Mädchen, was ist denn der Gegenbegriff? Wie will ich ihn hier benutzen? Es wäre die Möglichkeit, dass Mädchen der Gegenbegriff zum Jungen ist oder zum Bub. Es wäre aber auch Mädchen möglich, und das wird eher in einer späteren Vorlesung eine Rolle spielen, als Gegenbegriff oder Parallelbegriff zur Frau. Dann gibt es auch noch die Greisin, also Mädchen versus Frau. Beim Mädchen ist dann auch manchmal in der Literatur, sagen wir mal bis ins 20. Jahrhundert, die Unverheiratete explizit gemeint oder die Jungfräuliche. Und es gibt das Mädchen wirklich als Hausangestellte, als Synonym. Sie ist dann im Gegensatz zur Dame des Hauses als Mädchen bezeichnet. Interessant ist auch, finde ich, immer die Etymologie, und es gibt die Vermutung, und die äußern auch schon die Grimms, dass die Magd, das Mädchen, eigentlich diese Silbe Mag, dass die alte ist, auf die wir uns hier beziehen, und dass hier auch die Macht drin steckt und das Vermögen. Und es gibt so alte Formen von Maget, da ist sowohl Frau als auch Mann gemeint. Und ich denke, das ist ganz interessant, diesen Begriff zurückzuverfolgen, um dann zu fragen, wo das Vermögen steckt, das Können und die Möglichkeiten in diesem Begriff Mädchen. Das wäre so die Arbeitshypothese. Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Ich verweise nochmal auf einen Textanfang, und zwar auf die fünf Mädchen. Ich glaube, man kann sie nicht oft genug hören. Ich lese den ersten Absatz vor, fünf Mädchen. Ich wäre gerne eine Gruppe von fünf Mädchen. Fünf sind nämlich stärker, wenn ich sie mir als Einsatztruppe denke. Wogegen? Gegen die Straße, gegen die Burschen, gegen die Eltern und die Lehrer. Wogegen man halt ist im Alter von 12, 13, 14 Jahren. Ich wäre eine Gruppe von fünf Mädchen gegen die Straße. Jetzt, heute. Nicht wie damals, als ich exakt ein Mädchen gewesen und allein herumgestreunt bin. Heute sollen es fünf zeitgenössische Mädchen sein, fünf Schlawiner, sagt man dazu. Schlawinerinnen, sind sie Wienerinnen? Jedenfalls Großstadtmädchen. Ich sehe sie täglich, wenn ich im Bus sitze und es bereits Mittag geworden ist. Gleich wird es anstrengend, denke ich dann. Aber jetzt, heute, versetze ich mich hinein in diese Mittagspausen-Mädchengruppe. Denn die bin nun ich, eine Gruppe von fünf Mädchen. Fatima, Lara, Joy, Savannah und Marie. Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Wir beginnen mit einem neunjährigen Kind, einem Jungen ausgerechnet. Ich habe ihn nicht in die Welt gesetzt, er wurde vom Universum geschickt. Er trägt einen dunkelblauen Pyjama mit hellen Sternen und Kometen darauf, die er auf seiner Reise zur Erde eingesammelt und mitgenommen hat. Der kleine oder mittelgroße Junge sitzt morgens auf seinem Teppich und hat schon beinahe ein symmetrisches Schlachtfeld aufgebaut. Die Schlossruine, sagt er, ist von Harry Potter. Die Figuren sind von Ninjago. Die anderen sind die Rebellen. Und das braune Monster, das ist Rancor von Star Wars. Und dem steckt er jetzt einen Rebellen ins Maul. Schau, sagt er kann die ganze Figur fressen. Ich nehme eine der größeren Playmobil-Figuren in die Hand und beuge mich zum Teppich hinunter. Dort stelle ich sie aufs Schlachtfeld. Sie sieht im Vergleich zu den anderen aus wie ein Riese. Im Plastikbehälter daneben finde ich einen Gummiball mit bunten Alufäden daran.
Dir gefallen auch noch meine alten Spielsachen, sagt der Junge, dem seine alten Spielsachen nämlich schon geläufig und langweilig geworden sind. Würde ich mich hier auf diesen Teppich legen, wären meine Augen auf gleicher Höhe mit der Flagge von Harry Potters Schlossruine. Sie weht im Wind des Kinderzimmers. Ich würde mir alles ganz genau ansehen, die Dinge um mich herum, während das Kind spielt und schießt. Irgendwann würde ich einschlafen und die vielen Figuren, von denen der Junge hunderte Stück besitzt, würden sich an mir, dem Berg aus schwarzem Textil und blondem Haar, zu schaffen machen, mich mit einem Seil festbinden, wie es die kleinen Menschen mit Gulliver gemacht haben auf seiner Reise um die Welt. Mit geschlossenen Augen liege ich im Kinderzimmer des kleinen Jungen und erinnere mich daran, wie das Leben als Mädchen gewesen ist. Ich errichte ein Schlachtfeld, in dem meine Figuren, Nilly und Ditschi, die Bazillenträgerin, Schere und Papier und der damals noch junge Vater mit dem römischen Streitwagen sich gruppieren zu einem ähnlich disparaten Bild. Der Gummiball mit den bunten Alufäden springt durch meine Gedanken. Ich höre bereits aus der Ferne die Stimme des Jungen, der noch über seinen Flummi spricht, den fliegenden Gummiball, den er nur draußen im Garten benutzen durfte, damit im Haus nicht eine weitere Lampe oder Fensterscheibe zu Bruch gehen möge. Ich liege hier gefesselt auf dem Teppichboden und habe Zeit und Möglichkeit, also das Privileg, mich zu fragen, an welchem Ort ich hier gestrandet bin. Wo nämlich Nutzen und Spiel so etwas wie eine magisch ernste Schnittmenge bilden. Wo der Flummi, der in belanglosen Plaudereien als Synonym gebraucht wird für einen von seinen Gefühlen beduselten und besudelten Menschen, nicht durchs Haus, aber hoch und nieder und wieder durch den Garten springt, gegen die Hausmauer geworfen, aus dem Blumenbeet gefischt, die rötlich-weiß gescheckte Katze hinter die Hecke des Nachbarn vertrieben. Während ich das lese, geht's immer auch ums Schreiben. Haben Sie das in Gedanken im Kopf? Eine der ersten Freuden des Kindes gehört dem Benennen von Welt. Mit dem ausgestreckten Finger zeigt es auf alles, was es zu sehen gibt. Es dreht und dreht sich, um auch nichts zu übersehen und nichts auszulassen. Da ruft es und stellt damit schon die Frage. Denn was da ist, hat einen Namen. Was keinen hat, bekommt einen. Mais, Baum, Auto, Krähe. Das Kind besitzt bereits etwas, eine Puppe Susi, einen Affen und einen Teddybären, alle Namen, die von Stofftieren wie die von Menschen enden, auf I. Das ist mein Haken, mein Einhaken für eine Stelle. Also Sie merken diese Erzählung über mein Gefesseltsein an einem Ort, an dem ich freiwillig, unfreiwillig mich aufhalte. Zwingt mich dazu, über das Schreiben und Lesen nachzudenken und immer wieder auch vielleicht zu suchen, wie in diesen einzelnen Büchern, die ich denke auch sehr viel Unterschiedliches haben, manches daran kann man nicht vergleichen, man kann nicht überall Zusammenhänge herstellen, heißt es bei Ilse Eichinger oder soll es nicht, aber diese Grunderzählung, die ich vortrage, bietet mir so Schlaufen, in die ich mich einhängen möchte, um eben zum Beispiel auf ein Buch zu verweisen, wie auf Oshimi. Da gibt es eine ganz kurze Stelle, einen Absatz. Mein Name ist Shimi und der Name des Mädchens ist Cindy. Cindy spricht zu mir jeden Abend. Ich habe mich an sie gewöhnt. Bevor ich Nini gekannt habe, habe ich Cindy geliebt, ehrlich. Ich habe geglaubt, ich würde kein zweites Mädchen treffen, das zwei I im Namen trägt. Die Liebe zu diesem Mädchen begründet sich aus der Fixierung oder der Liebe zu einem Buchstaben I. Und das ist auch ein Hinweis auf die Herkunft dieser Figuren, unter Anführungszeichen. Weiter zum Kind, das lernt, die Welt zu bezeichnen. Da gibt es Mami und alle anderen, nämlich Barbie. Es gibt das Wort Hallo und es gibt das Wort Gabel. Gabel bedeutet Gabel als auch Kabel. Das Kind kann nicht aufhören, Hallo zu rufen. Hallo. Wer Hallo ruft, bekommt ein Hallo zurück, fast immer. Hallo rufen und dabei winken, diese freundlichste Geste der Welt.
Das Hallo habe ich mir auch markiert. Ich finde, das hat etwas mit dem Schreiben zu tun oder mit dem Bücher publizieren, dieses Hallo rufen und winken. Also es ist eine Kontaktaufnahme aus der Distanz auch. Ein Sprachwissenschaftler-Ehepaar, so hat es einmal eine Professorin an der Uni berichtet, habe, um zu erproben, ob und wie Sprachentwicklung mit sozialer Bindungsfähigkeit einhergehe, seinem Kind, als es sprechen lernte, den Namen der Mutter als Mama oder Mami vermittelt, den Namen des Vaters aber erfundenermaßen als Fifi. Der Laut F, so die dem Experiment vorangegangene Annahme der Forschung, könne erst spät gebildet werden. M, B, A und I seien hingegen einfach zu sprechen und stünden daher am Anfang unseres kindlichen Sprechens. Das Kind des Sprachwissenschaftler-Ehepaars nun rief nach seiner Mama, aber es rief nicht nach seinem Fifi. Es rief lange nicht nach ihm und baute auch erst spät eine Beziehung auf zu seinem Vater. Ob sich diese innerfamiliäre Feldforschung nun genauso zugetragen hat und ihre Ergebnisse heute noch dem wissenschaftlichen Standard gerecht werden? Ich muss an diese Geschichte denken, weil sie spannend ist und auch ein wenig grausam. Zugleich komisch, auch lächerlich. Das Sprachwissenschaftler-Ehepaar stelle ich mir sehr ernsthaft bei der Sache vor. Nichts aus der Wissenschaft verpflichtet. Ich denke an den Vater, an einen Mann mit Namen Fifi. Und ich denke an das Kind, das längst erwachsen mit seiner Therapeutin nun über Mama und Fifi spricht, Woche für Woche, aber davon wird nichts besser. Ich habe nie geglaubt, dass Sprache nichts als Spiel wäre oder dass ihre Spiele nicht ernst wären, der Wirklichkeit nachgereiht. Wie könnte ich? Kleine Menschen, groß wie Playmobil-Figuren, haben mich gefesselt. Ich lese nochmal diesen Satz vor. Ich habe nie geglaubt, dass Sprache nichts als ein Spiel wäre oder dass ihre Spiele nicht ernst wären, der Wirklichkeit nachgereiht. Und das ist wieder so ein Haken, um einen kleinen Exkurs zu machen zur aktuellen deutschen Buchpreisträgerin. Ihre Rede hat mich beschäftigt. Sie sagt da ziemlich am Anfang ihrer Rede, am liebsten hätte ich über Sprache sprechen wollen. Sprache als ästhetischer Spielplatz. Also das aus der aktuellen Dankesrede. Dieser Satz klingt für mich so, als kämen wir nun zu wichtigeren Dingen und ließen die Sprache als ästhetischen Spielplatz hinter uns. Wenn wir nun bedenken, dass der Spielplatz sehr ernste Spiele bereithält, wir können das psychologisch oder soziologisch verstehen, ich neige dazu, es auch auf die Literatur anzuwenden, dass dieser Spielplatz sehr ernste Spiele bereithält, die eben zwischen Lust und ernst, lustigen, unterhaltsamen und harten und experimentellen ganz viel bereithält. So empfinde ich diesen Spielplatz als einen positiven Begriff, den ich mir nutzbar machen möchte. Und der auch mit dieser Figur des Mädchens und des kleinen Jungen zusammenhängt. Ästhetisch ist ein Begriff, der auch manchmal abwertend gebraucht wird. Ich glaube nicht, dass die Literaturpreisträgerin das so gemeint hat. Ich möchte aber trotzdem betonen, dass ich diese Auseinandersetzung mit der Ästhetik, mit Stil und Form ganz eklatant wesentlich finde und wichtig für die Auseinandersetzung mit Literaturen, mit dem, was auch an Inhalt transportiert wird, um die Literatur nicht als bloßen Inhaltslieferant verkommen, zum bloßen Inhaltslieferant verkommen zu lassen, der uns dann immer nur liefert, was aktuell an Themenrelevanzdruck vorhanden ist, also nur darauf eingeht, was sozusagen die journalistischen Artikel auffettet. Und dann wäre Literatur so das ästhetische Beiwerk zu diesen journalistischen Debatten. Ich versuche das nicht ausschließend zu formulieren. Ich versuche, den Möglichkeitsraum zu öffnen in meinem Sprechen. Es ist nur ein Versuch. Kann scheitern. Und auch diese Formulierung, am liebsten hätte ich über Sprache reden wollen, möchte ich zum Anlass nehmen, zu sagen, am liebsten spreche ich über Sprache. Und indem ich über Sprache spreche, spreche ich über alles, weil die Welt
Sprache ist und Sprache die Welt ist. Das ist die Annahme. Ja, manchmal bricht man darin ein, in dieser Annahme, und ich werde eines Besseren belehrt. Der kleine Junge, von dem ich vermute, dass er geholfen hat, mich hier gegen meinen Willen festzusetzen, hat zum Geburtstag ein Buch von einem Mädchen aus seiner Klasse geschenkt bekommen. Es liegt auf seinem Nachtkästchen als eines der ersten Bücher, die er in seinem Leben lesen wird. 100 Dinge, die ein Junge wissen muss, ist der Titel dieses Buches. Sein Inhalt sind Tricks, Streiche und Fallen, aber auch Wissenswertes über Schluckauf und Morsecodes. Das Buch verkauft sich gut, lese ich im Internet. Ob Mädchen eigentlich keinen Schluckauf haben, steht dort nicht. Der kleine Junge übt sich täglich im Umgang mit Feuerwaffen, Lichtschwertern, Umhängen, Hüten und Federschmuck. Aus einem einfachen Kleidersack hat er sich das arg zerfetzte Leinenhemd eines Steinzeitmenschen geschnitten. Brüllend läuft er durchs Haus. Den Markennamen Burberry hat er in großen Namen auf seinem Rücken stehen, in großen Lettern auf seinem Rücken stehen, ohne dass der Junge die nähere Bedeutung dieses Wortes kennen würde. Er ist jetzt Burberry, der Mann, der aus der Höhle kam und zielt mit seiner Steinschleuder auf mich. Aber so leicht lasse ich mich nicht abschießen, nicht von einem kleinen Jungen im Kleidersack. Ich wollte selbst auch einmal 100 Dinge wissen. Ein paar der ersten Bücher, die ich als Mädchen besaß, waren ein altes und ein neues Lexikon. Ein Buch mit Reimen und Kinderspielen. Ein Bilderbuch über die Beerdigung eines toten Frosches. Bücher über Tiere, Garten und den sogenannten Umweltschutz. Ein paar Comics, Asterix, Mickey Mouse, Lucky Luke, die gezeichneten Bücher von Richard Scarry. Sobald das Mädchen lesen konnte, war es Ausweisbesitzerin in Leihbibliotheken. Geschenkt bekommen hat es ein illustriertes Buch im Großdruck. Sein Titel war »Als ich Bazillenträger war«. Ich erzähle das vielleicht unter diesem Titel, das Schreiben kommt vom Lesen, und die Lesesoziologie oder die Lesesozialisation, also die Entwicklung des eigenen Lesens und die Bücher, von denen dann sich vielleicht auch das Schreiben herleitet oder ein Sprachrhythmus, also mit der Umgangssprache und dem stets gesprochenen Wort, das uns umgibt, macht das Schreiben auch aus. Ich lag selbst mit einer Lungenentzündung im Bett und konnte für längere Zeit nicht die Schule besuchen. Und in dieser meiner miserablen Verfassung konnte ich mitlachen mit dem Mädchen in dieser Geschichte. Alle Bücher, die Geschenke und die Leihgaben hielt ich damals bei mir im Bett gebunkert. Vor dem Einschlafen presste ich eines der Bücher im folierten Umschlag fest an meine vom Fieberschweiß klebrige Haut. Jede Nacht träumte ich denselben Traum. Ich lief auf dem schmalen Weg die Spitze eines Kraters entlang und musste bei jedem Schritt darauf achten, nicht daneben zu treten. Ich bin nie hinuntergefallen, aber ich durfte auch keine Pause einlegen und musste ständig die Spannung halten. Ich spreche noch immer übers Schreiben. Schon hatte ich nach dem letzten wieder den nächsten Schritt zu setzen. Als ich Bazillenträger war, von Irmgard Keun, geboren im Jahr 1905 in Berlin, gefeierte Schriftstellerin in den späten Jahren der Weimarer Republik, war übrigens einem größeren Zusammenhang entnommen, nämlich ihrem Roman »Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften«, erschienen 1936 im Amsterdamer Exil. Dieser Band setzt zuerst einmal mit einer anderen Geschichte an. Sie heißt »Mein erstes Testament« und die beginnt so. Meine Eltern sind immer auf der Seite von den Lehrerinnen, und darum bin ich gleich nach der Schule zum Herrn Kleinertz von nebenan gegangen und habe ihm alles erzählt. Dieser Herr Kleinertz taucht in den einzelnen Episoden des Romans immer wieder auf, und er vertritt darin vielleicht auch ein wenig die Leserinnen und Leser, insofern als er dem Mädchen zuhört und das Gesagte kommentiert. Der Herr Kleinertz ist schon alt, mindestens 40 Jahre, und darum kann er selbst keine Kinder mehr kriegen. Sie sagen, mein Vater hätte mich in die Welt gesetzt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ich glaube, dass furchtbar viel dazu gehört, sowas einfach zu können, und mein Vater ist zu bewundern. Wo mag ich nur vorher gewesen sein?
Die anderen Kinder dürfen, sofern sie dem Gebot ihrer Eltern und Lehrer folgen, mit diesem Mädchen nichts zu tun haben, weil es als frech gilt. Frech zu sein in der Sprache des frühen 20. Jahrhunderts bedeutet nichts anderes, als angetrieben und gleichermaßen geschützt von vermeintlicher Naivität auszusprechen, was andere lieber verschweigen würden. Das Mädchen mit seiner Frechheit hat als literarische Figur eine dramaturgische Funktion, denn sie besitzt damit auch eine Art von subversiver Freiheit. Da sie es wohl nicht besser wisse, nicht gelernt habe, nicht habe hören wollen, bleibt ihr nur, sich aus der Beobachtung selbst einen Reim auf die Dinge zu machen. Und dieser Reim nimmt die Begriffe beim Wort. Und wenn mein Vater Jakob mich doch, wie es heißt, in die Welt gesetzt hat, dann ist es nur konsequent zu fragen, wo ich denn vorher gewesen bin. Wie nebenbei werden hier mit der fröhlichen Erzählstimme der Fiktion die biologischen Voraussetzungen neu verteilt. Und dass Herr Kleinertz keine Kinder mehr bekommen kann, wird sich am Ende aus der Beobachtung des Mädchens als Faktum sehr wohl bestätigt finden. Den Preis für die Freiheit der Rede bezahlt das Mädchen, wie es sich für lautsprechende Mädchen immer gehört hat, mit der sozialen Ausgrenzung als Bazillenträgerin. Hier ist wieder so, sind zwei so Wörter, die markiert sind, oder die ich markiert habe. Das ist Fiktion und Faktum. Und ein Buch, das mir vor kurzem erst in die Hände gefallen ist, ist dieses, ich habe es beim Flohmarkt gefunden, das heißt Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens und ist da als Surkamp-Taschenbuch herausgegeben. Ich schaue mal, aus welcher Zeit diese Auflage jetzt ist, weil es, genau, 80er Jahre, also 87. Es ist das erste Mal erschienen im Jahr 1919. Und ganz interessant hier an dieser Neuausgabe ist, dass das Vorwort von Alice Miller stammt, das Drama des begabten Kindes. Ich habe mich natürlich sehr gemeint gefühlt als Studentin, als ich das gelesen habe. Und es ist ganz interessant, wie sich Biografie auch immer wieder einmischt in literarische Texte, aber auch in Texte der Psychologie. Also vielleicht haben Sie das ja mitverfolgt, dass ein Sohn von Alice Miller, also dieser berühmten Kinderpsychologin, die viele Schriften verfasst hat über das, wie frei das Kind sein darf und soll, dass der selbst von ihr nicht besonders gut behandelt wurde. Ich finde es interessant, beides zu beachten, seinen Kommentar und seine autobiografischen Erfahrungen damit und gleichermaßen das Buch seiner Mutter zu lesen. Vielleicht vermischt sich da etwas und vielleicht können aber auch zwei Dinge getrennt gehalten werden. Ich glaube, das muss man im Lesen entscheiden. Auch eine interessante, vielleicht auch zweifelhafte Figur ist diese erste Herausgeberin dieses Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens. Ich darf kurz vorlesen aus dem Nachwort, dass diese Dame hieß Hermine Hug-Helmuth. Hermine Hug-Helmuth, die in der Nacht vom 8. auf den 9. September 1924 von ihrem Neffen Rudolf erwürgt wurde, den sie übrigens aufgezogen hat, hatte kurz vor ihrem Tod die Bitte geäußert, dass nach ihrem Ableben keinerlei Nachrufe auf sie veröffentlicht werden sollten. So erschien denn auch nur eine mit knappen Worten auf die tragischen Hintergründe des Todes hinweisende Würdigung der Werke Hermine Hug-Helmuths. Josef Friedjung, ebenfalls Kinderanalytiker, schrieb in der Internationalen Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, Zitat, sie war wohl die erste, die in unmittelbarer Beobachtung Freuds kühne Aufstellungen über das wahre Wesen des Kindes bestätigen und um eine Fülle wertvoller Beobachtungen erweitern konnte, unermüdlich in der Sammlung von Beobachtungen, mit ausgezeichneten schriftstellerischen Gaben ausgerüstet, hat sie durch viele Jahre unsere und verwandte Zeitschriften, bald mit guten Übersichtsreferaten, bald mit Originalarbeiten größeren und kleineren Umfangs bereichert. Am bekanntesten ist ihre Monographie aus dem Seelenleben des Kindes, dann besonders das von ihr herausgegebene Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens,
das in wenigen Jahren dreimal aufgelegt, mehrfach übersetzt, dem größten Interesse begegnete und so weiter. Es ist ganz interessant, dass das eben so ein Bestseller war in den 20er Jahren oder Ende der 10er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und diese Hermine Hug-Helmuth stand im engen Austausch mit Freud. Und es gab Zweifel an der Autorität oder Autorschaft dieses Tagebuchs. Hat es eine Erwachsene geschrieben und sich als Mädchen ausgegeben? War das vielleicht sogar Hermine Hug-Helmuth selbst? Und es wird aber auch durch die Kinderpsychologin Alice Miller bezeugt, das kann nur von einem Mädchen geschrieben sein. Ich habe auch meine Vermutungen dazu. Es lohnt die Lektüre, zumindest ausschnitthaft, was ihr so begegnet in ihrem Schülerinnenleben. Was ich daran viel interessanter finde, oder nicht viel interessanter, sondern mindestens genauso interessant, ist diese Unentschiedenheit zwischen Fiktion und Faktum, zwischen Tagebuch und literarischem Text, zwischen Nachschlagwerk für Kinderpsychologen und Bestsellerlektüre und auch ein Gutteil an Übergriffigkeit, der hier vermuten lässt, dass eine Erwachsene sich als Mädchen ausgegeben hat. Und gleichzeitig ist es etwas, was in der Literatur eine produktive Übergriffigkeit manchmal darstellt, manchmal nicht. Das sind ja die Fragen unserer Zeit. Und ich glaube, wir müssen sie nicht beantworten, sondern wir können uns mit diesen Werken beschäftigen und sie mit einem Gutteil Skepsis betrachten. So. Das wäre mein Vorschlag. Ich habe jetzt geendet mit der Frechheit des lautsprechenden Mädchens und setze fort mit einer Frau, die gar nicht sprechen darf. Es gibt ein Bild, das eine junge Frau zeigt, die gar nicht sprechen darf. Während alle anderen um sie herum sich unterhalten, essen und trinken, hat sie die Hände ineinander gelegt, die Lider niedergeschlagen und lächelt. Sie ist die junge Braut auf einer Bauernhochzeit, gemalt von Peter Bruegel, dem Älteren, vor nicht ganz 500 Jahren. Während es die Aufgabe des Bräutigams war, die Festgäste vor dem Kirchgang bei Laune zu halten, hieß es für sie, in dieser stillen Haltung an der Tafel neben ihren Eltern auszuharren, bis sie sich schließlich von den beiden zu verabschieden hatte. Hinter ihrem Sitzplatz, vielleicht kennen Sie das Bild ja, es hängt in Wien. Hinter ihrem Sitzplatz hängt an der Wand ein grünes Tuch, an dem zwei Papierkronen befestigt sind, übereinander eine kleine, nämlich seine, eine große, nämlich ihre Krone. Die junge Frau vor dem rechteckigen Tuch, das ist hier wie ein Bild im Bild. Eine zweite Figur nun fällt wirklich aus dem Zusammenhang der vielen Gäste auf dieser Bauernhochzeit. Es ist das Mädchen im Vordergrund, das abseits der Festtafel auf dem Boden bei den Tonkrügen sitzt und mit dem Finger aus einer Schüssel Brei schlägt. Auf seiner blauen Schürze liegt eine angebissene Scheibe Butterbrot, ein Taschenmesser, um auch Brot zu schneiden. Es trägt an einem Band an der Seite dieses Taschenmesser. Seine Augen sind gänzlich verdeckt von einer viel zu großen roten Mütze mit angesteckter Pfauenfeder. Es muss aufgrund der Größe der Mütze eines Erwachsenen sein, die Mütze eines Erwachsenen sein, die das Mädchen hier trägt. Und wirklich fehlt einem von ihnen seine Kopfbedeckung, einem rot gekleideten Mann im Hintergrund, der sich angeregt mit den Gästen unterhält. Er ist wohl der Bräutigam selbst. Hier hat im Kleiderwechsel eine rote Mütze mit Pfauenfeder nicht ein Rollenwechsel stattgefunden zwischen Kind und Erwachsenem, zwischen Mann und Mädchen. Wohl aber zeigen sich Möglichkeiten, spielerisch. Das kleine Mädchen mit der Mütze ist nicht Teil der Gruppe, aber es verfügt noch über eine größere Freiheit im Handeln, in Wahl und Bewegung, als ihr später als junge Frau am Tisch eingeräumt werden wird. Einstreuung eines berühmten Zitats,
das mir komischerweise in letzter Zeit trotzdem so oft unterkommt, Virginia Woolf, also in Gedanken unterkommt, 1928, A Room of One's Own, ich lese die deutsche Übersetzung. Ich kann Ihnen lediglich eine Meinung zu einer Nebensache anbieten. Eine Frau muss Geld und ein eigenes Zimmer haben, um schreiben zu können. Das sei so auf diese Rolle am Tisch bezogen, auch gemeint, und auf dieses Bräugelbild bezogen. Und gleichzeitig ist mir in dieser Betrachtung des Bildes auch dieses Bild im Bild wichtig, auch fürs Schreiben wichtig, also so dieses Einbauen von Ebenen und auch für eine Art von ja, Künstlichkeit innerhalb dieses vermeintlich natürlichen Zusammenhangs einer Bauernhochzeit. Sie ist durch dieses grüne Tuch eben fast wie auf ein Bild gemalt, also die hat so was Mona Lisa-haftes, auch in ihrer Zurückgezogenheit in diesem Bild. Und auch die Pfauenfeder, bei der möchte ich einhaken. Es gibt in meinen Texten immer wieder die Behauptung, dass das Schreiben und das Fliegen eine Feder gemein haben und die Kinder im ersten Buch für den Herrscher aus Übersee lernen von den Vögeln auch das Schreiben und das Fliegen. Und das findet sich auch in diesem Text hier wieder bestätigt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Heute habe ich eine wunderschöne weiße Möwenfeder gefunden beim Spaziergang durch Zürich. Und man hört ja immer, man soll die nicht anfassen, weil die irgendwie, da würden Bakterien drauf sitzen. Aber ich habe sie trotzdem angefasst und mitgenommen. Zu den 100 Dingen, die ein Mädchen wissen muss, gehört auch die Benutzung eines Taschenmessers. Es geht dabei nicht allein um Handhabe, es geht auch um Prestige und Besitz. Ich besaß nach dem Vorbild meines Vaters ein Taschenmesser, das gleichzeitig auch eine Zange war, eine Feile, ein Schraubenzieher, eine Säge und ein Dosenöffner. Es hatte den Namen Leatherman, aber mein Ledermann war im Gegensatz zu dem meines Vaters eine kostengünstige Kopie des US-amerikanischen Markenproduktes und hieß Leather Girl. Weder im Aussehen noch in der Funktionsweise war es vom Original zu unterscheiden. Trug ich das Werkzeug nun immer bei mir? Trug ich das Werkzeug nun immer bei mir? Oder reichte es bereits aus, seinen Verwahrungsort zu kennen? Es geht noch immer ums Schreiben. Und wie oft zog ich es aus der Kunstlederhülle, um damit eine Schraube festzudrehen, das Ende eines Zweiges zu einer Pfeilspitze zu schnitzen oder meinen Bleistift zu spitzen? Mein Großvater, Herkunft kommt ins Spiel. Mein Großvater, der Vater meines Vaters, besaß breite Zimmererbleistifte, die größer waren als die herkömmlichen und rechteckig, um nicht wie die runden Stifte von der Tischplatte zu rollen. Sie waren außen rot mit weißer Werbeschrift oder gelb mit blauen Markenlogos vom Baumarkt. Und der Großvater, ich habe ihm öfter dabei zugesehen, schnitzte mit wenigen Schnitten ihre Spitze mit einem einfachen Taschenmesser wieder scharf. Mein Vater besaß dagegen Druckbleistifte mit ganz feinen Minen, bei deren Verwendung man vorsichtig sein musste, damit sie nicht brachen. Ich hatte jede Menge Buntstifte mit zweifarbigen Minen in meinem Federpenal. Außer Wasserfarben, Pinsel und Bleistifte, außerdem die später einmal während einer Autofahrt in den Süden, wir Schwestern lümmelten stundenlang auf der Rückbank, von der Hitze der Sonne sich in alle Richtungen bogen und drehten und bald ausgetrocknet waren. Ich erinnere mich daran, wie ich als Mädchen einmal einem anderen Kind dabei zugesehen hatte, wie es die Hand einer Figur zeichnete, an einen Kreis, es war dies der Handteller, fügte es im Uhrzeigersinn einzeln 5, 6, 7 schmale Würste an, die nun die Finger sein sollten. Die Hand sah aber auch aus wie eine Sonnenblume mit vielen schmalen, regelmäßigen Blättern daran. Und so zeichnete das Kind gleich auch die zweite Hand. An die Spitze der Finger setzte es je einen Stängel, aus dem wiederum 2 Blätter wuchsen, und an jedes Ende setzte es eine volle Blüte. Die Hände waren bald wie riesige Räder an den Armen dieser Figur, Blumenräder, Mandalas und so fort. Die Hände einer weiteren Figur nach demselben Prinzip gestaltet.
Ich sah mit eigenen Augen, wie falsch das aussah. Ich sah mit eigenen Augen, wie falsch das aussah, aber ich war fasziniert von dieser erfundenen Ordnung der einzelnen Finger, aus denen einzeln die Blumen sprossen. Augenblicklich war ich bereit, meine naturalistischen, der Natur abgetrotzten Darstellungsversuche aufzugeben, zugunsten einer künstlich anmutenden, ornamentalen Wirklichkeit. Da hake ich ein mit einem Zitat aus einem Text über persische Poesie. Das ist aus A Brief History of Metaphor in Persian Poetry auf lithub.com zu finden und ist aus dem Buch The Mirror of My Heart, A Thousand Years of Persian Poetry by Women, erschienen bei Penguin Books. Dieses Zitat, ganz kurz, the aesthetic, artificial, fabricated and artisanal nature of the craft rather than say its sincerity or its truth-telling qualities as they are foregrounded in much Western poetry. Ich versuche das zu übersetzen. Also die ästhetische, artifizielle, künstliche, hergestellte und kunstvolle Gehalt dieses schreibenden Handwerks mehr als die Sincerity, die Ernsthaftigkeit oder die Truth-Telling-Qualities, die Wahrheit sprechenden Qualitäten spielen eine Rolle. In der persischen Poesie wird hier beschrieben. Es ist aber trotzdem so eine interessante Gegenüberstellung, die dieses Zitat aufmacht und das ist mir hängen geblieben. Und es wird hier so eine Dichotomie zwischen Westen und Osten aufgemacht oder Okzident und Orient. Aber gleichzeitig ist das, glaube ich, auch ein stetiger poetologischer Streit, ein Kampf oder eine produktive Auseinandersetzung in der Literatur zwischen der Wahrheit des Künstlichen und der Künstlichkeit des vermeintlich Wahren. Auch könnte ich sagen, dass diese Beschreibung hier, die Hände wie Blumenräder, wie Mandalas, das ist ein Stilmittel des Vergleichens, das ich oft verwende, so Bildervergleiche, Analogien, die ich anstelle im Text und die funktionieren absichtlich und funktionieren nicht. Da gibt es was Vergleichbares und was anderes daran ist nicht vergleichbar. Das könnte uns führen zur Frage, wie sehr wir diese Analogien als Vergleiche nehmen sollen und wie der eine Begriff, also vielleicht oder das Aussehen der Finger und der Hände mit dem Aussehen eines Blütenblatts oder eines Mandalas oder eines Blumenrads, was das gemein miteinander zu tun hat und was es nicht miteinander zu tun hat. Und ich hoffe, dass diese Offenheit bestehen bleibt in meinen Texten, dass das was miteinander zu tun haben kann und nichts miteinander zu tun hat. Auch ein Zitat zum Thema Ornamente, Formen, Texte und Schlaufen, wie es hier angedeutet wird, noch aus Das Glück ist eine Bohne. Es ist auch einer dieser Kindheitstexte. Ich lese den Anfang vor von Die große Ausfahrt. Sie waren ein früher Beitrag zur Autonomie des Kindes. Die Rollschuhe, die man von einem Nachbarskind geschenkt bekommen hatte, nachdem sie diesem zu klein geworden waren. Aus blauem Leder waren sie, mit roten und gelben Streifenapplikationen an den Seiten, vier kleine Gummiräder unten angeschraubt an jedem Schuh. Und so schlüpfte das Kind am Boden sitzend hinein, zog an den Schnürsenkeln und band die ersten Schleifen seines Lebens, noch bevor es die ersten Runden drehte. Das Schleifenbinden hat es von der Großmutter gelernt, die das Kind und seinen gleichaltrigen Cousin zu diesem Zweck auf die Bettbank in der Küche gesetzt hatte, jedem einen riesigen schweren Schuh des Großvaters in die Hände gedrückt und auf die Uhr geschaut, wer wird's denn eher gelernt haben. Zweimal noch den Vorgang demonstriert, eine Schlaufe zwischen den Daumen und dem Zeigefinger der linken Hand, das zweite Band mit der rechten um die erste Schlaufe geschlagen, eine zweite Schlaufe unter diesem Band durchgezogen, schließlich festgezurrt. Es gibt Fertigkeiten, von denen man irgendwann im Laufe des Lebens vergessen haben wird, dass man sie einmal
nicht beherrschte. Das ist so eine Erzählung darüber, dass es eben diesen Wettbewerb gab zwischen mir und meinem Cousin, wer als erstes Schleifen binden könne. Und ich habe es eben durch einen Trick schneller gelernt als er. Und das war eben das unfaire Spiel, das mich dazu gebracht hat, zu reüssieren. Und das war dieser Trick. So, ich schaue mal. Ich werde noch, werde langsam zum Ende kommen. Und noch kurz fortsetzen. Wir haben nämlich den kleinen Jungen außer Acht gelassen, der noch präsent ist und mich hier am Sprechen und am Denken hält. Der kleine Junge hat im Garten Zünsler gesammelt, dicke grüne Schmetterlingsraupen mit schwarzen Punkten und weißen Borsten, die Buchsbaumhecken langsam und immer schneller kahl fressen. Sandfarben, trocken und licht sind die Büsche geworden, bis der Junge nun endlich eingeschritten ist. Für jeden Zünsler bekommt er ein paar Münzen, das spornt ihn an und schärft seinen Geschäftssinn. Er platziert seine Beute auf einem Holzbrett und hackt der Reihe nach die Raupen mit dem Messer entzwei. Auch so ein Gestaltungswille, der dahinter steckt. Mein Großvater hat die Nacktschnecken im Garten früher mit gefüllten Bierkrügen angelockt und mit der Schere auseinandergeschnitten, um die Primeln und den grünen Salat im Gemüsebeet zu retten. Ich weiß noch gut, wie das ausgesehen hat, das Ende der Schnecken. Da ich weiterhin auf einem Teppichboden in irgendeinem Kinderzimmer dieser Welt liege, noch immer gefesselt oder bereits freiwillig, bin ich meinen Erinnerungen ausgeliefert, ihren Schönheiten und Grausamkeiten. Aus dem kleinen, schnarrenden Radio nebenan in der Küche höre ich die Moderatorin, die mit frohlockender Stimme den Liederzyklus Mädchenblumen von Richard Strauss aus dem Jahr 1888 ankündigt. Ich lausche Gesang samt Klavierbegleitung, Editha Gruberowa singt. Und das klingt gar nicht so lieblich oder harmlos, wie der Titel vermuten ließ. Die Textdichtung hingegen ist kaum der Nacherzählung wert. Es geht um Mädchen, deren Aussehen und Wesen mit Kornblumen, Mohnblumen, Efeu und Wasserrosen verglichen werden. Mädchen und Blumen, ist das denn die romantische Verschwisterung von Lieblichkeit und Harmlosigkeit, arrangiert, um dichtend betrachtet zu werden? Aus das Glück ist eine Bohne, so eine ganz eine Beschreibung einer ganz übertriebenen Ausgestaltung dieses Konnexes Mädchen und Blumen oder Mädchen und Krönchen. Der Text heißt Kinder und Krönchen und ist die Beschreibung einer Fernsehserie. Vielleicht kennen Sie das, Toddlers and Tiaras. Die sechsjährige Mackenzie sitzt frisiert und im Glitzerkleid auf ihrem Bett, quält ihre Katze und leert sich die dritte Portion Brausepulver aus einem rot-weiß gestreiften Pixie-Stick in den Mund. Je nachdem, wie ihre Laune später ist, sagt ihre ambitionierte Mutter Juana, wird sie die Beauty-Routine auf der Bühne gut performen oder eben vermasseln. Mackenzie, Eden, Brenner, Kylie, Tara Lynn, Honey Boo Boo. Das sind die Namen der kleinen amerikanischen Mädchen, deren Kindheit darin besteht, sich auf Beauty Pageants, Schönheitswettbewerbe, aufwendig vorzubereiten und daran teilzunehmen. Gefilmt wiederum fürs Reality-TV, genauer gesagt für die Serie Toddlers and Tiaras. Mackenzie ist trending on Twitter, das heißt, unter den vielen Mädchen, die bereits im Säuglingsalter mit den Wettbewerben beginnen, ist sie eine, die zum Star geworden ist. Why can't I just be myself? Ist denn auch einer von Mackenzies Sätzen, die im Internet als Clip wie eine Art Meme kursieren. Wieso kann ich nicht ich selbst sein? Das Blumenmädchen, wir gehen zurück zum Blumenmädchen. Wir entdecken es in seinem Kleid, mit einem Kranz im Haar, ein Tuch über den Schultern auf den Hochzeitsfotos dieser Welt. Es trägt ein Körbchen in Händen, darin sind kleine Blumen und große Blüten gesammelt, die es später auf den Boden streuen wird, nachdem das Brautpaar die Kirche oder das Standesamt verlassen hat. Nochmal ein Satz aus Das Glück ist eine Bohne, und zwar aus dem Text vom Kauf eines Hochzeitskleids. Auch dazu gibt es Sendungen und Episoden, die literarisch noch zu wenig besprochen wurden in der deutschsprachigen Literatur. Vom Kauf eines Hochzeitskleids.
für die existenziellen Momente im Leben gibt es ein fixfertig gepacktes Nähkästchen, auf dessen Inhalt man getrost zurückgreifen kann, wenn man den Faden zu verlieren droht, wenn der Stoff knapp wird, wenn durchs Nadelöhr kein Kamel geht, wenn das Schneiderlein nicht mehr tapfer ist, wenn einmal jemand einem am Zeug flicken will und so weiter. Es sind die Satz- und Verhaltensbausteine, die mit Sicherheit gewährleisten, dass das Verallgemeinerbare an individuellen Gefühlsregungen diese auch vermittelbar hält, dass Spontaneität planbar wird, dass die angehende Braut sich so verhält, wie es von ihren Freundinnen und Verwandten erwartet wird. Also nochmal das Mädchen im Kleidchen mit Blümchen im Körbchen. Hier könnte ich nochmal ansitzen, um über die Minutive zu sprechen beim nächsten Mal. Die Blüten bilden einen rot-weiß-rosafarbenen Teppich, mit hellblauen oder gelben Einsprengseln über den Asphalt, über dem bald die Absätze des Brautpaars klappern und ihn zerstören werden. Wo man auch hinsieht, Schönheit wird inszeniert und ausgestellt, um im nächsten Moment zerstört zu werden. Goethes Heidenröslein, veröffentlicht 1789, war dabei nicht bloß lieblich und harmlos, jung und morgenschön, wie es im Gedicht heißt, es konnte auch stechen. Schnell war der Knabe gelaufen, erfahren wir, es nah zu sehen. Aber schnell laufen und gleichzeitig nah sehen. Beides auf einmal, das geht doch gar nicht. Um etwas nah zu sehen, muss man sich der Sache mit Bedacht nähern. Langsam sich vorwagen, darin liegt das Wagnis. Wir wollen die Blumen nicht pflücken, die Blätter nicht knicken, die Stängel nicht brechen. In Klammern habe ich geschrieben, hier kippt der Text in Ökopoetik. Oder anders gesagt, wo der Vergleich zum Synonym wird, Mädchen und Blume, kommt unsere Liebe für die Analogienbildung zum Stillstand. Vielleicht wäre das ein Fall für Metaphern-Theorie morgen im Seminar. Ja, ich komme zum Abschluss. Ich will sammeln, was auf den Boden gefallen ist. Sammeln, auch so ein Stichwort fürs Schreiben und für mein Schreiben. Ich will sammeln, was auf den Boden gefallen ist. Das Brechen hat bereits die Zeit erledigt, die Sonne und der Wind. Blüten, Blätter, Nüsse, Steine, Kerne, Schneckenhäuser, in Klammer der Schaum der Tage. Bei Irmgard Keun ist das sammelnde Mädchen mit seinen beiden Freunden Hänschen Lachs und Ziskorns Matthias unterwegs auf Spazierwegen am Stadtrand. Stundenlang, heißt es da, hätten die drei Steine aufgewälzt, um zu sehen, was darunter war. Unter den Steinen ist alles Geheimnis. Totgedrückte, blasse Gräser gibt es, die dann auf einmal wieder leben. Und Ameisen und aufgeregte Ohrwürmer, die flitzen und wimmeln. Und Kellerasseln, die sich ringeln zusammen wie harte kleine Kugeln. Wir befreien alles unter den Steinen und alles rast vor Angst, weil wir es befreien. Ich habe auch immer etwas Angst, weil es so geheimnisvoll zugeht unter den großen Steinen. Man weiß nie vorher, was passieren wird, wenn man so einen großen Stein abwälzt. Die befreiten Gräser und wimmelnden Tiere könnten ja auf einmal schreien und sprechen oder mich ansehen mit wilden Augen und mich anspringen. Ja, nachdem der kleine Junge auch nicht nachlassen wird, werde ich meine Mädchenüberlegungen beim nächsten Mal fortsetzen und danke Ihnen hier dafür, dass Sie mit mir gemeinsam versucht haben, die Steine aufzuwälzen und zu schauen, was darunter liegt. Danke. Ja.
Thank you.